Das Ensemble Phoenix ist ein Ensemble, das spezialisiert ist auf zeitgenössische Musik. Wir haben am 12. Dezember letztes Jahr unser 15. Jubiläum gefeiert. 15 Jahre Ensemble Phoenix Basel. Wir strengen uns an, in unserer Programmierung Sachen zu machen, die nicht alle machen. Wir sind, würde sagen, im normalen Bereich von neuer Musik daheim, aber auch ein Grenzgänger-Ensemble, das neue Bereiche, neue musikalische Landschaften entdecken will. Ja, wir haben eine Kerngruppe von ungefähr 15 Musikern, aber eben die Besetzungen variieren natürlich je nach Programm. Das geht von Trio-Programm, wo wir auch traditionsgemäß mehr drei einmal pro Saison machen, also Besetzung eben Flöte, Klavier und Schlagzeug von uns drei Phoenix-Gründern bis zu den eben sehr gross besetzten Programmen von vielleicht 25 bis maximal 30 Musiker oder so. Je nach Möglichkeiten natürlich, wo wir spielen. Wir haben eben unsere eigene Reihe hier in Basel, wo wir unsere eigene Programmierung machen, aber spielen auch regelmässig auch und international renommierte Festivals. Das ist für uns eine grosse Ehre, für den ersten Musikpreis in der Schweiz nominiert zu sein. Wir fühlen uns dadurch bestätigt. Wir haben unsere Arbeit sehr gerne gemacht und wir setzen uns ein für die neue Musik. Wir haben sehr viel Kompositionsaufträge erteilt, vor allem an Schweizer Komponisten, aber auch international bekannte Komponisten aus dem Ausland. Und dass das jetzt eventuell mit einem Preis belohnt wird, ist natürlich eine schöne Sache. Das freut uns sehr. Für mich hat die Nomination, wenn es um Innovation geht, in allen Bereichen auch mit einer gewissen Wachheit zu tun. Und da ist es eigentlich egal, aus welcher Sparte man kommt. Leute, die mit Herzblut dranbleiben, gehören unterstützt. Und insofern haben hier alle möglichen Musiker Platz. Und zwar Musiker im Sinn von auf dem Weg bleiben und aktiv bleiben. Ja, ich finde es spannend, dass viele verschiedene Sparten vertreten sind bei dieser Nominierung. Ja, wie Sparte. Ich glaube, heutzutage sowieso mehr oder weniger, also wird weniger und weniger wichtig eigentlich, also mindestens auch für mich. Also mich interessiert es eigentlich nicht, was für eine Sparte es geht oder was man wo kann einordnen kann. Es geht um gute Musik und um innovative Musik und interessante Musiker, die spannende Sachen machen. Ich würde mir da eine ganz grosse, wilde Improvisation wünschen und vorstellen. Jeder trägt das dazu bei, was er gerade will und was er am besten kann und was ihm gerade durch den Kopf geht. Da muss man, glaube ich, gar nichts gross abmachen vorher und mal schauen, was passiert. Ja, ich würde mich auch auf das Experiment einlassen. Ich finde so Sachen eigentlich interessant. Sofern die einzelnen Leute wissen, wo sie stehen, wer sie sind, ist das kein Problem. Also, was mich eigentlich gefreut hat, ist, dass einige Leute, mit denen wir in Beziehung sind, auch nominiert sind. Es sind jetzt gerade drei, die mir spontan einfallen, die irgendwie zum Teil mit uns auch in Kombination gewesen sind. Wir haben der Möslang hat bei uns eine Programmhälfte kuratiert, der mit dem Drago Stara haben wir mehrere Sachen gemacht, auch im Zusammenhang mit Kompositionen von ihm. Heute Abend spielt Marino von Steamboat Switzerland mit uns mit.
als starker Bass von unten. Und ich finde, es ist eine weitere Bestätigung ja, für eine gewisse Qualität und Überzeugung, die gewisse Leute haben. Denke, schöne Auswahl. Das war echt froh, genau. Mit welchen Spielern? Puh. Ja, mit einigen, also eben mit Norbert natürlich. Haben wir eben ein schönes Projekt gemacht letztes Jahr. Das war ja, eine tolle Begegnung. Also, für den Norbert war es auch das erste Mal, gewesen, dass er mit einem Ensemble geschafft hat. Eigentlich, und wirklich eigentlich eine Komposition gemacht hat. Weil er bis anhin natürlich eigentlich nur improvisierte Musik gemacht hat, was vielleicht eben, wenn überhaupt, dann ganz vage Abmachungen gibt, aber dann wirklich so ein Stück, also das Stück ist auch auf eine gewisse Art offen gewesen, aber ja, eben, es war eine Komposition gewesen, auf jeden Fall. Und eben, ja, im Dragos habe ich jetzt auch schon improvisierte Musik gemacht und ja, und wir haben schon zwei Stück von ihm gespielt. Also für, als Konzertsaal finde ich die Dampfzentrale in Bern sehr, sehr geeignet. Hat sehr gute Akustik. Das Problem ist jetzt, dass einfach das Publikum kaum zu bewegen ist, dass ein bisschen träge ist und dass wir immer gerne mehr Publikum gehabt hätten. In Genf, Gav Dus, ist auch sehr, sehr interessant und hat unglaublich tolle Atmosphäre. Für mich spielt es eigentlich eine Rolle, welche Musik wo. Also Gav Dus ist ein grossartiger Ort und mit sehr, es ist nicht immer nur der Raum an sich, sondern es ist auch der Ort. Und der Ort ist gemacht durch Leute und die Atmosphäre, die Leute kreieren und wie stark sie von einer Sache überzeugt sind und wie sie ihr Herzblut hineinhängen. Für normalere Kammermusik, da gibt es natürlich grosse Säle, aber man kommt sich, wenn man neue Musik macht, ein bisschen eigenartig vor, wenn man in alt ehrwürdigen Konzertsälen spielt und Musik, die nicht von der Zeit her in so einen Raum passt. Der Raum klingt zwar vielleicht gut, aber es passt nicht. Eigentlich, in meiner Erinnerung, sind es immer die speziellen Orte. Bevor Phoenix gegründet worden ist, haben wir Cage gemacht, in einer Garage. Das war grossartig. Oder jetzt auch unsere Produktion in der Stampa-Galerie im Zusammenhang mit einer Lichtinstallation. Auch da, das, was der Raum gehört so direkt und essentiell zur Musik, dass, wenn der Raum gut gewählt ist, das Ganze eigentlich zu einem grossen Erlebnis wird. Also wir haben jetzt gerade im März, April eine vierteilige Konzertinstallation, Licht-Toninstallation mit Musik von Thomas Peter, das ist unser Tonmeister, und eine Lichtinstallation von Olaf Nikolai aus Leipzig gemacht. Und das ist speziell, zuerst mal speziell für den Raum gedacht gewesen, aber der ist auch für andere Galerien und für grössere Räume absolut geeignet. Es sind so Neonröhren montiert auf Europaletten und dann der ganze Raum bespielt. Und sie werden ausgelöst, die Leuchteffekte werden ausgelöst durch die live gespielten Klänge von uns Trainern, von Flöten, Schlagzeug und Fender Rhodes Klavier, Fender Rhodes und Elektronik. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Viermal vier verschiedene Stück, 20 Minuten, und die sind dann als Live-Installation aufgenommen worden und sind dann eine Woche lang als Installation zu hören gewesen. Ab Band, aber mit dem gleichen Lichteffekt wie im Live-Konzert. Und das werden wir gerne noch in verschiedenen anderen Orten, anderen Galerien spielen, vielleicht auch in Deutschland, Frankreich. Mal schauen, was sich da noch ergibt. Ja, neben unseren vielen Projekten und unserer Reihe würde ich schnell zwei Sachen erwähnen. Das eine ist
das Nachwuchsprojekt, das wir lanciert haben mit einem Kompositionswettbewerb, also Trabant hat das geheissen, wo wir im Zusammenhang mit einer Kernkomposition, das war das Jahr Lachenmann gewesen, zwei Gefühle für Leonardo, Kompositionswettbewerb ausgeschrieben haben für Leute, die am Anfang von ihrer Komponistenkarriere sind. Das ist ein zweiteiliger Wettbewerb, wo wir jetzt 10 Kurzkompositionen gespielt haben und 2 werden das Preisträger nachher in die nächste Saison übernommen werden. 2015 machen wir im Zusammenhang mit 16 Dances von John Cage ein Programm mit diesen 2 Preisträgern, wo wir länger mit ihnen werden zusammenarbeiten. Und das andere, was wir in unserer Reihe gemacht haben, das Jahr auch, ist das Projekt mit dem Oran Ambarchi und dem Alan Curtis. Eher eine freiere Zusammenarbeit, wo die beiden den Auftrag bekommen haben, von uns eine Programmhälfte zu kuratieren. Sie haben quasi nebst ihrer musikalischen Vorstellung eine gewisse Anzahl Musiker als Rohmaterial bekommen und ja, mit dem haben sie können umgehen und wir haben zusammen geschafft mit ihnen und die haben jeweils etwa ein halbstündiges Stück gemacht mit uns. Das ist mir eine sehr gute Erinnerung. Im Rest des Jahres werden wir an Festivals gehen, wir werden nach Italien gehen. Es gibt viele Pläne. Also wir sind Russland wieder, unsere vierjährige Russland-Zusammenarbeit, die jetzt ins zweite Jahr geht. Wir schicken einige Solisten mit dem Ensemble in Petersburg, mitsamt dem Chef. Und letztes Jahr waren wir im November auf Tournee gewesen, mit dem ganzen Ensemble. Im Jahr darauf werden wir auf Tournee gehen in der Schweiz und in Russland mit einem Ensemble aus Moskau. Ja, du hast jetzt, glaube ich, das meiste gesagt.